birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Bad Bones. Happy birthday to you. Hallo Wrestling-Fans. Heute haben wir einen Gast, den du, glaube ich, nicht mal allzu doll vorstellen musst in Deutschland. Bad Bones, John Kay. Achso. Er hat sich versteckt. Ja, erstmal danke, dass du uns für das Interview hier zur Verfügung stehst. Gerne, Es freut mich, dass ich mal wieder mit dir ein Interview machen kann. John, du bist ja in den letzten Jahren ziemlich viel rumgekommen. Deutschland, Italien, Spanien, England und was weiß ich nicht, was für Länder noch alles. Wie ist es zu merken, dass man es geschafft hat und in so vielen Ländern antreten kann? Das ist ein richtig geiles Feeling. Also, als ich damals angefangen habe, dachte ich, machst ein paar Sachen in Deutschland und sowas. Und dann ging es mal los, dass du einfach mal in die Nachbarländer gereist bist und sowas. Aber jetzt so größere Sachen wie Amerika und sowas, das ist unglaublich. Ja. Amerika sagt. Auch Amerika war ja nicht mehr sicher von dem German Psycho. Und du bist ja mit der WXW jetzt zum zweiten Mal in den Kreuzzug in die USA gezogen. Wie ist das für dich, in den USA in den Ring zu gehen und dann zum Beispiel in der alten WXW Arena? Das ist richtig geil. Vor allem, wenn man früher die Sachen gesehen hat im Fernsehen und man dann plötzlich in der alten WXW Arena steht. Das ist ein kleiner Traum, der in Erfüllung geht. Aber wenn du gerade Amerika ansprichst, die Fans sind schon ein bisschen anders. Letztes Jahr haben sie mich ja nicht so gemacht. Da gab es ja dieses kleine Intermezzo. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da passiert ist. Ich habe mir das Face angetreten und wollte die amerikanische Flagge retten, als Deutscher. Dafür war ich dieses Jahr der perfekte Idee. Rausgekommen und gut rausgekommen. Ja, du warst ja jetzt auch Teil der wieder auferstandenen GSW und hast ja auch mitbekommen, dass man die Tore zwar erstmal wieder rangelehnt hat, aber noch nicht ganz geschlossen hat. Was denkst du über den Verlauf der GSW, wie sie es gemacht hat, wie sie es leider erstmal wieder zum Stoppen gekommen ist? Also ich fand das ganze Projekt eigentlich ziemlich gut. Das Problem war, dass viele Fehler gemacht worden sind, dass zu viel Geld irgendwo ausgegeben wurde, wo es hätte nicht sein sollen. Wenn man ein bisschen anders strukturiert hätte, wäre es sicher auf dem Weg nach oben gewesen. Das Problem ist, dass das man direkt ins Volle wollte. Und wenn man jetzt zum Beispiel einfach mal das Thema WWE nimmt und die Raw-Folgen von damals sieht, die Raw-Folgen heute, was damals in der kleinen Halle ist, dann jetzt in der Riesenhalle. Aber wenn du direkt in der Riesenhalle anfängst, dann schneller hinten losgehen. GSW, was wir auch mit Absolute Andy in einem Tag-Team. Und jetzt bist du ja mit Carnage viel unterwegs, als Oberhausen Terror Corps. Wie siehst du denn die Zukunft dieses Oberhausen Teams? Oberhausen Terror Corps. Entschuldigung. Wie siehst du denn die Zukunft dieses Teams? Da Carnage derweil verletzt ist, hat er den Orbitalknochen gebrochen. Müssen wir erstmal abwarten, wie die Heilung verläuft. Und ich hoffe natürlich, dass er bald zurückkommt. Alles Gute an dich. Ich hoffe natürlich, dass wir uns für die Tag Team Titel wieder sichern können. Also das ist definitiv noch etwas aus für das Tag Team, die Verletzung. Nun zu den Dingen, die wahrscheinlich viele Fans am meisten jetzt erstmal wissen möchten. Deine Doku, Bad Bones, der Psycho in dir. Was hat dich überhaupt dazu bewegt, das Ganze zu machen? Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass Rick damals auf mich zukam und einfach mal gefragt hat, ob ich Lust hätte für so ein Projekt. Und ich war natürlich total begeistert und dachte, halt okay, probier's mal aus. Und da haben wir angefangen. Und ich habe mich mit Rick super verstanden. Und ja, du willst bestimmt darauf hinaus, wann sie endlich rauskommt, richtig? Kommt auch noch. Ja, das kommt. Nein, aber da ich mir gerne Dokus angucke und begeistert bin, wie sowas abläuft und was da alles dahinter steckt. Ich habe einfach Spaß dran. Ich komme jetzt auch zu dem Thema, wann sie rauskommt. Ende dieses Jahres, auf jeden Fall. Pipe mal November an. Ja? Das letzte, was gefilmt wird, wird im Juni sein. Dann wird auf jeden Fall die letzte Platte fallen. Da ich ja jetzt demnächst mal ein Match mit Kevin Nash noch habe.
muss das natürlich noch mal drauf. Also. Gut, in dem Video sieht man dann ja auch die private Seite von dir. Ja. All deinen Ängsten und Gefühlen, die man auf der Homepage lesen kann. Ist es für dich auch wichtig, den Leuten zu zeigen, dass was Wrestler hinter der Person steckt? Ja? Was hinter dem Wrestler steckt? Schon, ja. Ja. Irgendwo haben sie es verdient, dass sie mal hinter die Seite des Wrestlers gucken können. Mhm. Gut, einen kurzen Ausschnitt dazu kann man ja auch schon auf YouTube sehen oder auf deiner Homepage zum Beispiel auch. Das Projekt umfasst ja deine komplette Laufbahn und man wird dann mit Sicherheit auch sehen können im Video, wie du dich so körperlich, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht, verändert hast von einem etwas rundlicheren zu einem richtig durchtrainierten Athleten. Wie sieht dein Training aus, um jetzt so fit geworden zu sein? Mein Training früher sah so aus wie, ich esse mal einfach viel und trainiere einfach nur ein bisschen dazu. Heute sieht es so aus, dass ich morgens um 6 aufstehe, zwischen 20 Minuten und anderthalb Stunden Yoga mache. Dann nachmittags nochmal ein volles Programm im Gym. Jeweils eine Muskelgruppe pro Tag. Das heißt, ich bin jeden Tag im Gym. Und das unterscheidet halt dann im Gym selbst nicht mehr als eine Stunde. Gut, dann kommen wir mal zum heutigen Abend. Du trittst ja heute hier bei TopCat gegen den Bambi Collective Rabe an. Und das heute auf deinem Geburtstag. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Was wird denn Herrn Rabe erwarten, wenn du ihn heute in die Finger kriegst an deinem Geburtstag? Das solltet ihr euch überraschen lassen. Und zwar, ihr wisst doch alle, ich bin der unberechenbarste Wrestler Europas. Also, was erwartet ihr? Du hast eben auch noch Kevin Nash angesprochen. Du trittst jetzt ja gegen Kevin Nash in England an, am 28. Mai. Das ist ja nun ein Wrestler, von dem ich mal denke, dass du ihn früher im Fernsehen gesehen hast. Und jetzt darfst du ihm gegenüberstehen. Was hast du eigentlich für ein Gefühl? Das ist mir wirklich groß. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass Monty Bunny oder überhaupt nicht wieder mich gegen so einen Namen stellt. Das ist einer meiner Kindheitshelden. Und dann mit ihm drin zu stehen, ist unglaublich. Gut, zum Abschluss kannst du dann auch noch ein paar Worte an deine Fans ausrichten. Überlegen. Ich müsste jetzt so viel sagen. Soll ich mich kurz halten? Wie du möchtest. Alle Fans bei jeder Show, ihr seid die Besten. Und jedes Mal, wenn ihr für mich cheert, gebe ich mehr als 100%. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Danke ich mich recht herzlich für das Interview und wünsche dir heute Abend in deinem Match viel Erfolg, dass du als Geburtstagssieger heute hervorgehst.